Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft Technik mit dem guten Edcraft27. Und der Mistkäfer. Was ist denn das? Ja, das haben wir in der letzten Folge gebaut. Ein scheiße Block. Nee, den haben wir in der Pause gebaut. Wir hatten in der letzten Folge angefangen. Genau. Und falls die Folge bei mir nicht rausgekommen ist, könnt ihr bei Mr. Sascha B schauen. Falsch! Der Mistkäfer. Du Trottel. Ja, ach, Warum schade. nennst du mich überhaupt noch mal so oft? Hier ist halt kein Strom mehr drauf, du Idiot. Schade. Genau, den Büffel haben wir gebaut. Doch ist wegen von Remain Emotion, was der Würfel kann, das werdet ihr in der Folge erfahren. Hoffe, wir haben jetzt alles, weil später kann man den Würfel nicht mehr vergrößern oder verkleinern. Wir reißen den Boden raus, weil ich möchte dann gleich einen schönen Boden reinlegen lassen. Ja, in der Höhe reißen wir alles weg, in der Breite als Breite, das passt. Und in der Länge sollten wir genug Platz haben, alles unterzukriegen. Gut. Dann gibt es hier diesen Screwdriver, komm mal hin, ne? Schrauben's her. Nicht benutzen auch, noch nichts klicken. Und dann, warte, ich muss kurz überlegen. Zack, zack, zack. Auf den Block darunter klickst drauf. Hey, wieder drunter. Nee, warte mal. Kurz Auf dem Block überlegen. jetzt. Da klick drauf. Auf den Block unterhalb. Unter dem Block draufklicken. Rechts oder Rechtsklick. links? Rechts. Upp. Jetzt sind alle Blöcke unsichtbar. Und wenn du wieder Rechtsklick drauf machst, siehst du alle Blöcke wieder. Und alle Blöcke, die du jetzt in diesen grauen Feld reinbaust, bewegen sich mit diesen violetten. Alle außerhalb bewegen sich nicht mit. Space. Den violetten Block bewegen wir und alles andere bewegt sich damit. Kommt Soll ich dieser den Carrot. jetzt wieder noch drücken? Da kommt gleich der Carriage drauf. Und wenn ich jetzt mal kurz teste, warte mal, ich gehe mal hier von den weg. Und jetzt mal den Block da einreißt, das Signal geben würde. Dann tu Ja. das. Eigentlich schon alles nach vorne bewegen. So, im Interface tust das. Nein, einfach so, zack. Bewegt sich nicht nach vorne, weil wir hier das Problem haben, dass er das erkennt. Scheiße. Irgendwas erkennt er, was er nicht mitbewegen kann. Aber was eigentlich? Eigentlich dürfte nichts sein. Ah doch, hier kann er nicht vorwärts fahren, deswegen so. Jetzt bewegt er dich nochmal. Betätige den Hebel des Todes, falsch. Geht Noch immer trotzdem nicht. nicht. Hinten die Tracks? Na, aber auf was passt denn jetzt auf? Normal nur alles, was innerhalb ist. Angel ist da ja nichts innerhalb, oder? Die Und das, Frage was. ist, weißt du, in welche Richtung der sich bewegt? Ja, immer gegenüber von Schalter. Hoffe, dass das jetzt. Ich habe das gerade vorhin in Singleplayer getestet. Warte mal. Jetzt, was er tue? Internal Survey Error. Ich runtergeschmissen, oder was? Ah, mich vom Server geschwind. 187, wo ist denn 187? 180? Ah, dass der Block da nicht bewegen kann, okay, das ist klar. Vielleicht du mal das Dings ausschalten und dann nochmal testen. Das Ding ausschalten. Rechtsklick mit einem Wrench drauf. So, und jetzt nochmal den Block daran klemmen. Ich hab den noch nicht abgebaut. Ich hast du ihn abgebaut, nicht ich. Hab Du hast den ihn aber abgebaut. nicht. Also doch. Du hast ihn gerade abgebaut. Ja. Kriegt das Dem nicht. nur fair to move carrier. Carrier is attempting to move motor. Was ist das? 519, wo haben wir da 519? Ist das hier? 187 ist. Unterhalb da weg, dass er da nichts hat, wo er irgendwie connected. Da drüben hat er irgendwie ein Problem. Aber regt sich ja 67 auf. Ja, keine Achso, Ahnung. er regt sich, er meint seinen eigenen Block. Was auch jetzt nochmal? Immer nicht.
früh mal wieder größer machen. Ja. Ja, genau. Warte mal. So, also dürft ihr jetzt, ihr dürft ja nicht ganz mehr connecten, gell? Nein, nein. Nein, hier oben auch nicht. Geht immer nicht, oder? Nee. Warte mal, der der mysteriöse, nicht funktionierende Block. Wo ist denn der jetzt? Das ist ja. Ach so, weil Standing. Okay, das war der falsche Block. Jetzt haben wir einen Fehler gefunden. Entschuldigung. Hä, wie falscher Block? Erklär mal. Ja, der Block, den ich jetzt habe, der bleibt stehen und bewegt nur die Carriage. Und das ist das Problem. Das funktioniert nicht, weil er will ja stehen bleiben, wird aber von der ganzen Form trotzdem mitgezogen. Das geht nicht. Ja, du bist ein Blödmann. Schön, dass du es einsiehst. Hallo, warum kann ich den anderen nicht craften, doch? Ja, weil du dumm bist. Who's with Courage? Den kann ich nicht craften. Mein Move nicht? Bei Courage. Ist der VIP-Block, oder wie? Ja, eigentlich nicht. Wie heißt denn der? Motor Controller Move by... Oh, the Carriage staying put. Kriegst du jetzt nicht das Rezept. Hast du da ein Rezept? Ja. Dann köfte du mal. Ja, was meinst du jetzt? Carriage Motor? Ja, nee, Carriage Engine. 3135. 3135, ja. Also die Engine. Ja. Ja, habe ich auch kein Rezept. Okay, aber mit den Gängen, dann werde ich da reinschütten, wenn das nicht geht. Haben wir auch nichts dafür, wenn das so. Rezept nicht funktioniert. Wenn da von nahe kein Rezept hinterlegt wird, das ist ja. Ja. Aber jetzt nicht da abbrechen und den suchen im Internet. Aber mit dem funktioniert das. Wir haben sowieso da genug Items, verzeiht uns das mal bitte. Mein Gott. Hat gecrashed mein Spiel. Ja, dann werde ich mal nicht versuchen, da. Also. Hebel ist noch keiner dran. Ja, dann machen wir mal kurz die Pause und sehen uns dann gleich wieder, wenn Schwefti wieder da ist. Doch, ich will mit dir reden. Hey, wo sind wir dann? Einen kurzen Kaffeepöschchen und wir haben den Fehler gefunden. Man darf einfach nur nicht ins Interface reinschauen. Dieser Block hat ein Interface. Geht man da rein, crasht das Spiel. Aber er funktioniert. Genau, jetzt kannst du ihn noch mal groß machen, den Block, damit wir das sehen, wo wir bauen müssen. Wo wir bauen müssen, ich habe Angst. Ja, du schaffst das, ich vertraue dir. Ja. Und jetzt jede Sekunde mal. Angst zu haben, dass man doch aus dem Spiel fliegt, ist schon nicht schön. Eine Plattform, zumindest mal. Grüße, dass wir circa wissen, wie groß wir jetzt Baufläche haben. Die ersten lasse ich extra frei, weil das soll ja dann die ME-Kabeln hin mit diesen einen Platten da. ME-Kabeln mit diesen einen Platten? Du sagst auch so, du bist auch so eine Platte. Soll ich schon mal ein paar Platten machen? Haben wir alles normal schon mit einer Kiste oder in meinem Inventar? Also, hast du schon alles gedingst? Ja, ob es genug sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich ja, denke, das kriegen wir schon hier. Erstmal ein bisschen was fressen hier. Passt. Tust du wieder. Warte, was ist, wenn wir den Block eigentlich vorerst mal abbauen? Dann stört er uns nicht, da kommen wir nicht versehentlich raus. Idee, oder? So, wolltest du nicht im Fußboden reindenken? Ja, mach mal weg den hin. Jetzt den Fußboden schön reinmachen. So war es ja gemeint. Schön aus Cobblestone. Einfach so schön ist. Ja, dass man nicht durchfällt. Aha, jetzt begreife ich auch langsam den Block. Aha. Wer hat noch Cobblestone? Ich nicht. Ich riskiere es jetzt euch nochmal trotzdem zeigen, wie sich das bewegt. Einmal stecken. Einmal den Schalter vorsichtig dran. Na, eigentlich kann ich ihn hier dran klatschen. Müsste ja auch gehen, oder? Wenn ich jetzt einmal drücke, bewegt sich das Ganze vor, alles, was sich innerhalb den Blöcken. Und ich habe Angst. Angst und Respekt. Ja, du musst aufpassen, wenn du das Violette abbaust, ist alles umsonst gewesen, gell? Also, hüte den violetten Block, wie deine Eier.
die du mitbringst. Gleich abfahren. Vorsichtig einlagern musst. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir vorne da. Wir müssen da Enkel mit den ganzen Netzen. Wir haben ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind wir da eigentlich noch im Block-Dings? Ja. Das ist ja ausgemessen. Ja. 8, ja, okay. Das heißt, wir müssten hier eigentlich theoretisch 8 und dann sind wir 5 hoch. Das gibt's ja nicht ganz aus. 32. Haben wir Kabelenker? Ne, muss ich hier machen. Mach du mal Kabelenker, dann können wir hier mal so ein ME-System aufbauen. Renn, du Vollidiot! Lenzkabel habe ich dafür. Kabel, 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 Engine. Ja, wir haben welche. Drei Stück. Aber. Ja, drei Stück. Ich habe mal 2 Stacks gemacht. Das sollte reichen. Ja. Brauchst du vorne dann das Ganze fertig da? Ich leg dir die ganzen Kabel ins Dings rein. Ich soll fertig bauen, ja. Damit wir alle getrennt haben. Ja, ja. Verstehst, was ich meine. Wie es aussieht. Macht er jetzt, ja. Brauchen wir. Boah, ich fühle mich wie so ein Rentner. Wie ein Rentner. Ja, Früher, da fand man mobil noch, als man Fahrrad fahren konnte. Ja. Und heute ist man mit Fahrradfahren nicht mehr mobil. Heute. Diese Jugend von Heide, immer dieser Swifty, dieser gängige Typ. Natürlich. So, der Controller. Der ist mobil. Ein bisschen auf der frischen Sam unterwegs. Was willst du von mir? Ich bin alter Rentner, ich bin dein Opa. Dein Opa. Da würdest du dir, glaube ich, Gedanken machen, oder? Warum ist der Controller nicht on? Weil wir hier so keinen Strom haben. Oh. Stimmt, der Controller kann ja aus. Ich wollte gerade so sagen, Power Adapter. Nur ist ja nett. Braucht man ja nicht, ey. Braucht man ja nicht. So. Hast du noch ein paar Platten eingesteckt von den schwarzen oder? Nee. Ich hab eine. Neun Stück sind doch ein bisschen zu wenig. Ich gehe noch bald zu machen. Achso, und die weißen habe ich vergessen machen. Naja. Habe ich auch eine. Wie haben die jetzt geheißen, die schwarzen da? Die schwarzen, die heißen, sind alles übrigens plain. ME. Habe ich die automatisiert? Ja. 50 Stück. 20. Dann. Ja. Ja, der dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Verstehst du, ist alles nicht so einfach. Ja, alles nicht so einfach. Wir haben heute unsere Rechner ja tot gemacht. Du weißt, was du tust. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich sehe so schlecht meine Augen. Meine ostdeutschen Augen. Warum tun wir eigentlich so, als ob man Rentner? Nein. Wir sind jung, mobil und einsatzbereit. Wer uns als Arbeitskraft haben möchte, muss einfach nur anrufen. Wir kommen nicht vorbei. Wer uns als Arbeitskraft haben will, der ist verlassen. Einsam und allein. Theoretisch, wenn ich jetzt hier vorne einen Block platziere, zack, verschwindet er und landet hier in unser ME-Chest. Ja, das ist nicht übelst hammergeil, ey. Oh, diese riesen schwarze Wand. Ey, davor habe ich jetzt Angst, wenn ich nachts aufstehe. Oh. So Albträume. Ja, aber das sieht schon geil aus, wenn man sich so vorstellt, da dieses wieder das Ding da von rechts nach links läuft, wie so ein Todesbalken, so einfach. Ratatatata. Die Todesmaschine. Hey, hey. Wir machen uns der Arbeit. Ich glaube, wenn wir gleich durchgelaufen wären, hätten wir das komplett selbst fertig gemacht. Ja, aber wir machen ja hier Technik. Die Leute müssen ja auch ein bisschen was von uns lernen. Ja, man sie lernen, wie man das Spiel zum Crashen bringt. Warum? Zum Crashen? Ach Gott. 1, 2, 3, 4. Die oberste Reihe können wir hier nicht mehr dran klatschen. Die müssen wir separat machen. So. Kabelenker? Ja, die musste übrigens nicht da dienen. Ich kann das auch
während du schon Leitung hast, kann ich auch Dinge. Ja. Mensch, dann hier einfach in der Leitung unter dem. Da zum Controller. Einfach da hier zum oben Controller, da einfach oben, ne? Soll ich jetzt mal. Nein, ich muss den Block abbauen, ja? Meine ganze Arbeit schon umsonst. Wäre dann die Säge die ganze Arbeit umsonst gewesen. Genau so brauchen wir das. Weil wir quasi in einem Blockbereich Dinge sind. Und wenn der Blick abbaut, dann ist alles vorbei. Dann kriegst du alles ganz vorbei. Scheiße wieder ins Gesicht geschmissen. Ja, so wie du selbst. Du hast ja vorhin auch schon abgebaut. Ah, das war alles absolut. Wo ich Minecraft neu gestartet hatte. Puh. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen ja in der nächsten Folge weiter. Hoffentlich ohne Probleme dieses Mal. Oder vielleicht doch. Vielleicht crasht er gleich wieder dein Spiel. Ja, dann crash ich aber auch gleich. Ey, du, dein ganzer Rechner, so wie gerade eben. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Also, haut rein. Tschüss.